Heute etwas Ungewöhnliches. Eine Geschichte aus dem persönlichen Umfeld. Eine andere Quelle kann ich dafür nicht angeben. Ich habe die Personen entstellt, natürlich um sie zu schützen und auch klar zu sagen, alle sind hundertprozentig überzeugt von den Corona-Schutzmaßnahmen, sind geimpft und geboostert und, so nehme ich an, stringente Gegner aller Spaziergänge. Also wie gesagt, eine Freundin bekommt einen Hinweis auf der Corona-Warn-App. Eine ihr bekannte Kontaktperson ist infiziert. Genau diese trifft sie am kommenden Tag an der Tankstelle. Spricht sie an, fragt, sagt, du müsstest doch in Quarantäne sein. Meine Corona-Warn-App zeigte mir an, dass du infiziert bist. Pointe, eben diese Kontaktperson nutzt die Corona-Warn-App nicht. Ist dort nicht registriert. Ich kann es nur so stehen lassen. In den ersten Februar, Dienstag 2022. Zweites sah ich gestern in den Tagesthemen, ein Bericht aus Großbritannien. Dort ist alles auf, ein Bericht aus einem Pub. Erwähnt wird die hohe Impfbereitschaft in Großbritannien. Kurz danach, Deutschland verfehlt seine Impfziele. Für Deutschland wird die Zahl 75% genannt. Ein Verfehlen. Schnell mal nach der aktuellen Zahl aus Großbritannien gegoogelt. 72%. Tagesthemen Originaltext, dort eine hohe Impfquote. Das Ganze kurz nacheinander. Die Zahlen für heute. 7 Tage Inzidenz 1206.2, vor einem Jahr 90, offiziell gesund 97.40965% der Gesamtbevölkerung. Österreich 2537.6. Zwei medizinische Meldungen aus dem Ärzteblatt. Zitiert wird eine Universität im Norden Israels. Diese kam zu dem Ergebnis, Impfungen schützen auch vor Long-Covid. Dennoch die Schutzwirkung lässt mit der Zeit nach und mit jeder neuen Variante steigt das Risiko von Durchbruchinfektionen. Zu Long-Covid selbst, die anhaltenden Atembeschwerden, über die viele Patienten klagen, sind möglicherweise Folge von mikrostrukturellen Diffusionsstörungen. Diese haben britische Mediziner mit einem Xenon-MRT nachgewiesen. Wer mehr dazu wissen möchte, deutsches Ärzteblatt. Die Unionsfraktion im Bundestag spricht sich offenbar für eine zeitlich befristete und nach Virusvarianten differenzierte Corona-Impfpflicht aus. Tino Sorge wird in der Welt am Sonntag zitiert. Boris Reitschuster zitiert den MDR-Virologen Alexander Kekulé. Er meint, eine allgemeine Impfpflicht ist totaler Unsinn. Noch im November 2021 forderte er eine Impfpflicht für Menschen im Pflegebetrieb. Der Direktor des Instituts für medizinische Mikrobiologie an der Martin-Luther-Universität in Halle-Wittenberg befindet, aus wissenschaftlicher Sicht muss man ganz nüchtern festhalten, wir haben für Omikron nicht die richtigen Impfstoffe, um epidemisch erfolgreich zu sein. Die waren schon bei der Delta-Variante nicht ausreichend wirksam. Wir können also die Pandemie nicht wegimpfen, denn wir sind vor einer Omikron-Infektion fast gar nicht geschützt durch die Impfung. Auch plädiert er für eine Aussetzung der Quarantäne für Kontaktpersonen. Das möchte auch der Berliner Senat, die Berliner Zeitung, berichtet. Auch zitiert wird Berlins Gesundheitssenatorin. Wir können noch nicht sagen, wir lassen es jetzt laufen. Laufen lässt es auch Dänemark. Die ARD berichtet, Ungeimpfte können auch nach dem offiziellen Inkrafttreten der einrichtungsbezogenen Impfpflicht am 16. März bis zu einer Behördenentscheidung weiter in ihren Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen arbeiten. Ein Sprecher des Bundesgesundheitsministeriums sagte dem Nachrichtenportal Business Insider, bis das Gesundheitsamt die Entscheidung über ein Betretungs- bzw. Tätigkeitsverbot getroffen hat, dürfen die betroffenen Mitarbeitenden grundsätzlich weiter beschäftigt werden. Das zuständige Gesundheitsamt entscheide bei der Impfpflicht über das weitere Vorgehen und die zu ergreifenden Maßnahmen im Rahmen seines Ermessens. Dabei würden alle Umstände des Einzelfalls berücksichtigt. Jeder, der den öffentlichen Dienst kennt, weiß, wie weit das interpretierbar ist. Die Stiftung Patientenschutz hat eine Verschiebung der Corona-Impfpflicht für Beschäftigte von Kliniken und Pflegeheimen getroffen. Der grünen Gesundheitspolitiker Dahmen hält Lockerungen der Corona-Maßnahmen in den kommenden 4 Wochen eher für unwahrscheinlich. Reisen ohne Booster-Impfung in der EU ist für viele Menschen deutlich schwieriger, denn die EU-Impfnachweise ohne Auffrischungsimpfung sind nur noch rund 9 Monate gültig. Über die deutsche Impfquote sprach ich ja am Anfang. Boosterquote liegt bei knapp über 50%. Henning Rosenbusch zitiert auf seinem Blog das Magazin Cicero. Es stellt die Frage, wie aber fühlt es sich an, wenn man als Arzt nicht mehr nur dem Patienten, sondern mehr und mehr dem politischen Willen verpflichtet wird. Es zitiert einen Berliner Hausarzt. Zitat, nach 40 Jahren ärztlicher Tätigkeit erlebe ich meinen Beruf neu. Die Politik hat mir die Ausrichtung an meiner Berufsethik aus der Hand genommen. In der Pandemiebewältigung kann ich keine wissenschaftliche Ratio mehr erkennen. Der Blog achgut.com berichtet von BioNTech, diesmal aber von der Börse. Die Aktie fällt wie ein Stein. Offensichtlich liegt Misstrauen vor. Ein Grund kann sein,
Omikron sowie Hinweise auf mangelnde Wirkung, getürkte Zulassungsstudien und schwere Impfschäden. 2021 stieg der Umsatz von BioNTech um über 14.000%. Die Aktie fällt. Der Bericht blickt auch in die Geschichte von BioNTech. Seit seiner Gründung 2008 brachte das Unternehmen kein einziges Produkt außer dem Covid-Spike-Protein-mRNA-Impfstoff in den Verkauf. Comirnaty verfügt immer noch nicht über eine reguläre EU-Zulassung. Die klinische Phase 1-Studie einer Melanom-RNA-Immuntherapie wurde 2009 begonnen. Nach 13 Jahren ist keine Zulassung in Sicht. Es ist daher börsentechnisch fraglich, ob zukünftige BioNTech-Entwicklungen auch binnen weniger Monate zum Verkauf zugelassen werden. SPD-Altkanzler Gerhard Schröder und seine Ehefrau haben sich mit dem Coronavirus infiziert. Über Spotify warnt der US-Comedian Joe Rogan vor Corona-Lügen im Mainstream. Das mit großem Erfolg. Neil Young, Nils Lofgren oder auch Joni Mitchell wollen deswegen runter von Spotify. Das Unternehmen lässt sich aber von diesen Künstlern nicht erpressen. Young meint, Spotify sei zu einem Ort der lebensbedrohlichen Corona-Desinformation geworden. Zitat, sie können Rogan oder Young haben, nicht beide. Als Spotify darauf nicht einging, ließ Young seine Musik aus dem Streamingdienst entfernen. Eine Stellungnahme gibt es von Spotify. Man hoffe, Neil Young bald wieder begrüßen zu dürfen. Es bringt eine große Verantwortung mit sich, wenn es darum geht, ein Gleichgewicht zwischen der Sicherheit für die Hörer und der Freiheit für die Urheber zu schaffen. Ein begrüßenswerter Satz. Die US-Regierung hat eine schriftliche Antwort Russlands auf Washingtons Vorschläge zur Deeskalation im Ukraine-Konflikt erhalten. Das US-Außenministerium bestätigte den Eingang. Inhaltliche Angaben werden nicht gemacht. Familien von US-Diplomaten sollen Weißrussland verlassen, es berichtet der ORF. Die ukrainische Armee ist laut dem NATO-Generalsekretär Stoltenberg heute besser vorbereitet als im Jahr 2014, auch dank der NATO. Zur Erinnerung, die Ukraine ist kein Mitglied. In die Ukraine sendet Deutschland keine Waffen, sonst aber garantiert fast überall hin. Die Bundesregierung genehmigt Rüstungsexporte für 2,2 Milliarden Euro. Unser westlich-demokratisches Geschäftsmodell. Krieg. Ein russischer Kampfjet vom Typ Su-27 soll nach Darstellung Estlands dessen Luftraum verletzt haben. Moskau dementiert. Die slowakische Präsidentin stimmt einen umstrittenen Militärvertrag mit der USA zu. Ein Angebot, welches die Slowakei nicht ablehnen konnte? Kiew plant nach Angaben eines hochrangigen Vertreters der selbsterklärten Volksrepublik Lugansk inszenierte TV-Beiträge über den angeblichen Beginn von Kampfhandlungen durch die Volksrepubliken im Donbass unter Beteiligung russischen Militärs auszustrahlen. Ein Telefongespräch zwischen dem russischen Außenminister Lavrov und seinem US-Amtskollegen Blinken soll heute stattfinden. Meinungsverschiedenheiten bei der Bewertung der Gefahr einer angeblichen russischen Invasion in die Ukraine haben Spannungen zwischen Washington und Kiew verursacht. Das berichtet der TV-Sender CNN. Er beruft sich auf Quellen in Regierungskreisen. CNN berichtet, der ukrainische Präsident Zelensky und seine Berater nehmen eine Überreaktion seitens der USA wahr. Überreaktion klingt auch ein bisschen nach Zufall. Vielleicht ist es das aber auch nicht. Deutsche Meldungen, CDU-Außenpolitiker Röttger plädiert für die Aufrechterhaltung der Gesprächskanäle nach Russland. Und der SPD-Co-Vorsitzende Klingbeil signalisiert eine Geschlossenheit der Regierung und SPD-Führung in der Russland-Frage. Weiteres, die Vereinigten Arabischen Emirate melden den Abwehr einer Husi-Rakete aus dem Jemen. Die syrische Zeitung Al-Watan berichtet, bei Kämpfen um ein Gefängnis in Syrien wurden 246 IS-Mitglieder getötet. Der ORF berichtet, die USA sehen den Iran an der Schwelle zum Bau einer Atombombe. Bezüglich der iranischen Fähigkeit, genug spaltbares Material zu haben, sprechen wir von Wochen, nicht von Monaten. Das sagte ein US-Spitzendiplomat gestern. Die Wiener Atomgespräche seien für Beratungen in den Hauptstädten unterbrochen worden, um zu schauen, ob die Regierungschefs bereit sind, die harten Entscheidungen zu treffen, die jetzt erforderlich sind. Auch hier Eskalation. Auf Miteinander reden setzen Wladimir Putin und Viktor Orban. Sie wollen sich treffen. Deutschland, nach den tödlichen Schüssen auf zwei Polizisten in der Pfalz hat sich der per Fahndung gesuchte 38-Jährige gestellt. Die deutsche Presseagentur berichtet. Bayerns Innenminister Herrmann warnt vor mehr Zuwanderung von Ungebildeten. Der CSU-Politiker am Montag in München, der Bildungsgrad von Menschen, die in Deutschland einen Asylantrag stellen, gehe immer weiter zurück. Dazu noch unser eigenes sinkendes Bildungsniveau. Wie gut, dass es Smileys gibt. Europa hat mehr als 4/5 des während der Sommersaison gepumpten Gases bereits verbraucht. Dies berichtet das russische Erdgasunternehmen Gazprom auf seinem Telegram-Kanal unter Verweis auf den europäischen Verband Gas Infrastructure Europe gestern.
Eine gute Nachricht vom MDR. Polen senkt heute die Spritsteuer. Damit werden Benzin und Diesel deutlich günstiger und für Menschen in Grenznähe wird das Tanken attraktiver als ohnehin. Heute viele Wolken mit Regen oder Schnee. Allmählich steigt die Schneefallgrenze. Windig bis stürmisch, so auch die kommenden Tage. Etwas mehr Sonne zeigt sich morgen und am Freitag. Machabu, Alternative Music.